Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu Let's Play Secret of Mana, wo es für mich natürlich wieder so derbe laut ist, dass ich nichts machen kann, deswegen entschuldigt mich ganz kurz. Oh ja, ihr seht alle meine Prozesse. Cool. Okay, nochmal. Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu Let's Play Secret of Mana. Das letzte Mal habe ich mich hier an diesem Feuer gewärmt. Wir haben hier aufgehört und waren fertig mit der Flodder, mit der gigantischen Floddermaus. Und jetzt möchten wir alle, glaube ich, ins Schloss hinein, wenn ich mich recht irre. Irgendwer wollte vorgehen. Sarah und ihre Männer. Wahrscheinlich eh dort lang. Was anderes kann ich mir jetzt gerade nicht denken. Und ich hoffe jetzt, meine Zahnschmerzen fangen nicht wieder an. Okay, hier ist diesmal keiner. Das gefällt mir überhaupt nicht, weil ich weiß, dass hier was kommt. Okay. Willkommen, der Imperator erwartet euch bereits. Geht weiter. Ja, dann lass mich halt nicht durch. Ja, also gestern hat mich mein Weisheitszahn wieder mal gigantisch genervt. Und er tendiert dazu, mich wieder zu nerven. Ich hoffe mal, dass er mich in Ruhe lässt heute. Okay. Ich weiß, dass jetzt gleich wieder ein Kampf auf uns wartet. Ich weiß es. Deswegen laufen wir ja auch schon mit Waffen hier durch. Das finde ich ja das Witzige. Die Ironie, dass sie es dort nicht ausgestellt haben. Es wird alles von Monstern übersehen werden. Wo sind die Rebellen? Das ist seltsam, in der Tat. Jetzt werden wir gefangen genommen. Was für ein wundervoller Tag. Erst die Rebellen und jetzt auch noch der Mana-Ritter. Halt! Mist. Har har har. Har har har, haben alle damals so gelacht? Ja, also jetzt stecken wir hier fest, das ist natürlich sehr schön. Der Imperator hat uns reingelegt, das war aber so klar. Ich will hier raus. Ja, du willst hier raus, das ist schön für dich. Ich hätte es wissen sollen. Ja, was hast du noch zu sagen? Seid endlich still! Ihr wollt wirklich raus? Hä? Oh. Vielen Dank, aber... Adios, amigos! Wow, das ist damals schon in dem drin gewesen. Cool. Way! Jetzt kämpfen wir gegen Sichelmann Nummer 2, habe ich recht? Ja. Das kann ich mich noch sehr gut erinnern. Hallo Sichelmann Nummer 2, wie geht's dir? Du kriegst einmal eine Ladung Blitze hier in die Fresse. Irgendwas mit Silber hat der, glaube ich, im Namen. Egal. Ein Blitz sollte reichen, für den Rest werde ich schon irgendwie schaffen. So denke ich es zumindest von mir selbst. So, und nochmal. Genau, dann muss er blocken. Wow. Wir können uns ja noch erinnern, dass das der erste Boss war, nur in einer etwas anderen Farbe. Und, habe ich irgendwie getroffen oder so? Nein, das ist irgendwie schäbig. Oh, 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 oh. Juwelenregen auf alle! Ui, das ist das erste Mal, dass ich das von dem sehe. Zumindest kann ich mich nicht mehr wirklich daran erinnern. Wow, wow, wow. Shield, man, shield. Ich glaube nicht, dass der Typ so ein großes Problem ist. Checken wir mal die Lage. Er hat nur noch 400, also. Ein paar Schläge und die Sache hat sich. Ein paar kleine Schläge hier. So, da möchte ich aber jetzt etwas einsetzen, bevor er uns alle umbringt. Da. Das ist natürlich jetzt schlecht auch noch. Brenne ich. Wozu habe ich Heilkräuter? So. Da, friss. Und. Oh Mann. Jetzt sollte er gleich erledigt sein. Wow, okay, dein Feuerstrahl geht random in irgendeine Richtung. Das ist gut zu wissen. So, und. Wow, ich wäre fast reingelaufen. Jetzt blockt er noch. Wie geht's dir? Wie geht's dir? Oh Mann, wieso habe ich nicht getroffen? Aber jetzt ist er erledigt. Jetzt brauche ich nicht einmal mehr was machen. Das erledigt meine Kollegin hier. Ah, nicht einmal.
Doch, irgendwie schon. Also ein Zauber hat am Anfang gereicht, der war nicht einmal wirklich nötig. Der war relativ leicht verglichen zu den anderen. Ich kann wunderbar jetzt dann gleich einen Cut machen. Wunderbar jetzt einen Cut. Jetzt. Manchmal lispel ich sogar ungewollt. Das merke ich gar nicht einmal mehr. Und weiter geht's. Clownor behalten. Gut, und wir haben diese Fläche hier. Und ich mache einen kurzen Cut. Rauf mit uns. Gut, und jetzt müssen wir, glaube ich, da... Oh, nicht... Blinzeltypi. Gibt's hier irgendwas? Anscheinend nicht. Ah, da unten ist eine Truhe. Anscheinend möchte ich dorthin. Anscheinend. Geht's eigentlich dort direkt hin? Anscheinend, ja. Tatsache. Lass mich zu dieser Truhe. Was für ein Orb haben wir hier? Auf einmal nur Geld. Oh, es ist wirklich nur Geld. Die Truhe ist eine Lüge. Oh, so eine Lüge. Oh, hallo Schlammmonster. Euch habe ich ja schon lange nicht mehr gesehen. Das war ja ein Trainingsort, wenn ich mich nicht recht irre. Und zwar hier. Oh. Hier kann ich mich sehr gut daran erinnern. Jetzt muss ich nur schauen, was für eine Schwäche die hatten. Die hatten nämlich eine spezielle Schwäche. Oh, anscheinend ist es Wasser. Also Froster. Ja, Froster. Dann heil du bitte mal Dingens. Weil sie brennt ein bisschen, falls sie es nicht merkt. Kann sie jetzt was einsetzen? Nein, kann sie noch nicht. So, jetzt aber. Froster. Das heißt, ich setze auf alle drei hier was ein. Sie brennt schon wieder. Und droppt irgendwie eine Truhe. So. Okay, jetzt macht es noch nicht was aus, aber ich glaube nämlich, das sind Walnüsse, die sie droppen. Walnuss. Ganz genau. Und genau das werde ich jetzt auch schätzungsweise kurz einmal machen, um euch das zu demonstrieren, dass das hier gut geht. Ich stelle mich einfach nur hier rein. Setze hier Frost einmal rein. Die Sache mit denen hat sich wieder. Also das geht relativ schnell und relativ gut. Ja, möglichst viel kann ich euch da jetzt nicht zeigen, weil das immer nur dasselbe ist, natürlich. Und die Walnüsse, die ich da erhalte, kann ich dann wieder verwenden, um mir noch mehr Magie auf die drauf zu klatschen. 206. Und ich mache das einfach jetzt so lange, bis ich die nächste Walnuss bekomme. Damit sich das auch wieder erledigt hat. Ist auch ein relativ gutes Training, damit ich meine Magiepunkte hier hochbringen kann. Also, da haben wir schon die nächste Walnuss. Also werde ich ganz einfach meine Walnuss auf sie verwenden. Weil ich habe jetzt schon wieder vier Stück. Lados und öffnen. Tada, Walnuss. Also grundsätzlich ein schöner Ort, um zu trainieren, aber ich brauche sie jetzt eigentlich überhaupt nicht. So, jetzt befreie ich die Leute wieder. Wir müssen schnell verschwinden, bevor sie mit Verstärkung kommen. Ey, 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 in der Tat, in der Tat. Was ist das eigentlich für ein Schalter? Okay, es ist kein Schalter, es ist nur so ein Wow, du fliegst hier runter. Okay, da komme ich gar nicht hin. Interessant. Das kann ich mich gar nicht erinnern. Gibt es da irgendwo so einen Geheimgang hier? Ist mir egal. Muss es mir auch jetzt einmal sein. Wenn ihr verschwinden wollt, dann lauft raus, Leute, und lauft nicht blöd durch die Gegend. Das ist seltsam. So, ja, euch, an euch kann ich mich auch noch erinnern. Euch hat man ja schon gesehen, wie ich das erste Mal hier war. Ihr seid relativ böse vom Schaden her. Wow. Und dem Typen habe ich jetzt ordentlich Schaden. Drachenritter, genau. Drachenritter. Ich wünschte, es würde in dem Teil wirklich irgendwas geben, womit sich das schneller auflädt. Weil das ist teilweise richtig mühsam. So, durchlassen bitte. Möchte hinein in die Mitte. Durchlassen, ich habe keinen Bock zu kämpfen. Auf dich zu verstecken, Ninja.
Achso, warte, rechts bin ich ja das letzte Mal raufgegangen. Aber ich glaube, ich kann diesmal links auch rauf. Links konnte ich das letzte Mal gar nicht. Mal schauen, wo mich das hinbringt. Lass mich hier durch. Ah, das bringt mich hierher. Interessant. Okay, mehr brauche ich auch, glaube ich, nicht. So. Irgendwo hier am Versteck. Ja, genau. An euch kann ich mich auch noch sehr gut erinnern. Oh Mann, Verstecken spielen, ne? Und das hat wehgetan. Miau. Miau. Er ist auch tot. Verdammt. Ich habe gedacht, er ist tot. Oh. Wow. Chill. Ich möchte nicht brennen. Deswegen chill. Wow, Buch. Weg hier. Ich mag Bücher nicht. Das solltet ihr schon wissen, Leute. Wo gehe ich hin? Rechts, rechts, rechts. Hier sind Betten. Und der Typ hat mich einfach mal offscreen erwischt. Oh. Lasst mich in Ruhe. Heute mitkommen. Sehr schön. Sehr gut. Ich weiß gar nicht einmal, ob ich richtig laufe, aber ich glaube schon. Ach, da war doch was. Da kann ich jetzt so nicht durch, wenn ich da durch will. Oder? Ja, das war mir irgendwie klar. Irgendwie muss ich die Wand da links von mir aufmachen. Na komm, steh auf. Ach, geht doch. Oh, ich mach verdammt viel Schaden. Pissen, 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 pissen. Pissen habe ich gesagt. Oh Mann. Wieso müssen die so viel Leben haben? Hm. Arzgas. Oh, okay. Oh, ich bin Level 36. Ich hab gar nicht gewusst, dass ich so ein hohes Level schon habe. Wow, wow. Damit bin ich dort unten drinnen. So, von der Seite komme ich jetzt richtig rein. Das ist eigentlich relativ unnötig. Außer, dass sich hier die ganzen Leute respawnen. Wir kämpfen auf jeden Fall jetzt gleich gegen so einen schwarzen Typen. Das weiß ich noch, gegen so einen schwarzen Ninja. Habe ich hier irgendwas? Oh, der Schalter. Der Schalter an der Wand. Das darf ich nicht vergessen, Shorty. So, jetzt sind wir aber hier. Oh, nicht schon wieder der. Diese Kinder leben ja immer noch. Das ist meine Schuld. Verzeiht mir, allmächtiger Imperator. Na gut, dann vernichte es jetzt und dann komm dann nach. Ich werde euch nicht enttäuschen. Und diesmal kämpfe ich gegen Markus. Oder wie? Ach, der Kampf. Danach kommt das mit dem schwarzen Typen. Okay, gut. Wie es weitergeht, werden wir aber erst im nächsten Part sehen. Oh, warte aber. Bevor es weitergeht. Gut. Danke, Leute, fürs Zusehen. Unten links, der Link zum nächsten Video. Und wir sehen uns das nächste Mal bei Let's Play Secret of Mana wieder. Wenn wir gegen Typi Nummer 2 auf komischen Dingen herumreiten, besiegen werden. Bis zum nächsten Mal. Ciao.